Ja, liebe Freunde, wir haben heute hier eine kleine spezielle Folge für euch vorbereitet. Ja, also kurz war es nicht. Wir haben jetzt doch ziemlich viel Zeit reingesteckt. Es wollte irgendwie nicht ganz. Natürlich ist wieder der gute Curry dabei mit seinem Cargo-Bob da über mir. Hallo! Hallo! Ich muss mich hier rumschaukeln. Und du kannst uns ja mal... Heute. Jetzt hör auf, ich fall noch runter! Nein! So. Du kannst uns ja mal erklären, was wir heute vorhaben. Ja, wir haben vor, es gibt ja so ein Glitch, wie man nach North Yank kommt. Das ist diese Stadt, wo man halt das Intro spielt oder den Prolog. Genau, wie wir jetzt genau. Wissen. So heißt die Mission, die haben wir nämlich oft gespielt heute. Ja, und da gibt es ja unter anderem ja den Friedhof, wo Michael ja, und so, aber wir wollen ja nicht spoilern für die Leute, die die Singleplayer-Kampagne noch nicht so weit gespielt haben oder noch gar nicht gespielt haben. Und ja, wir sind jetzt hier in GTA Online und es gibt eine Möglichkeit, da hinzukommen und das gucken wir uns heute mal an. Ja, ist halt so ein bisschen winterlich, wer jetzt noch nicht so weiß, was ich mit North Yank jetzt meinen. Genau. Ist halt eine kleine Winterstadt, wo man sonst eigentlich nicht hinkommt. Und wir dachten halt, anlässlich der, weil Weihnachten jetzt bald ist, kann man ja da mal hin, ein bisschen durch die Landschaft da fahren mit dem Schnee, wie gesagt. Und das wird sich eigentlich ganz gut anbieten. Und deswegen haben wir jetzt auch noch ein Fahrzeug dabei, weil da gibt es wohl keine Fahrzeuge, mit denen man fahren kann, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Da gibt es, glaube ich, echt nicht. Ja, und weil der Curry sich so gut auskennt. Da vorne, genau. Leicht, da siehst du, glaube ich, auch schon was, ne? Ja, ich sehe da so ein paar Texturen, die da so ein bisschen seltsam aussehen. Ja, also die sollten da normalerweise nicht sein. Genau. Also ich kann es nochmal ganz kurz auf der Karte zeigen, während der Curry dann auch fliegt. Also hier unten irgendwo. Hier, da irgendwo, da ist North Shankton. Jupp, und da sind auch schon die Berge, die so langsam auf und zu fliegen. Der genau. So ein riesengroßes, weiß nicht, UFO. Ja, keine Ahnung. Und bei Nacht sieht man dann halt noch irgendwie die Lichter hier. Ja, es wird das sieht eigentlich auch, nachts. Ich will's hoffen. Das wäre, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Warte, ich guck mal auf die Uhr. Wir haben 18.45 Uhr bei mir. Ich bin wirklich gespannt. Also wir haben jetzt echt lange darauf hingearbeitet, dass es wirklich bei uns allen funktioniert. Was heißt bei uns allen? Also ich war eigentlich das Problem. Da gab es noch so ein paar Probleme. Und ja, man muss halt aus dem Prolog dann eingeladen werden in den GTA Online Multiplayer und so weiter und so fort. Und dann da kann man hier... Es gibt jede Menge Videos darüber, wie man das macht. Genau. Okay, ja, falls ihr auch in die Stadt wollt, könnt ihr euch das einfach anschauen. Genau. Dann könnt ihr hier mit euren Freunden rumfahren. Im Schnee oder eine Schneeballschlacht machen. Mich würde mal interessieren, ob du hier auf den Berg so runterfahren kannst. Aber nein, ich will das gar nicht wissen. Aber da im Hintergrund seht ihr schon diese verschneiten Felder, die ihr dann auch innerhalb der Singleplayer-Kampagne am Anfang gesehen habt. Da seid ihr dann durchgefahren. Und es gibt sogar eine kleine Stadt, so ein kleines Dorf. Das hat man, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Das ist ganz interessant, warum das überhaupt eingebaut worden ist. Das gucken wir uns natürlich jetzt gleich mal an. Dann gibt es natürlich die Bank. Am Anfang, die wir ausgeraubt haben. Ich hoffe, ich spoiler nicht schon wieder. Kann man da auch hin? Die Kirche. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Meinst du, ich kann dich hier schon absetzen? Nee, warte, warte. Die Texturen sind hier noch nicht so wirklich vorhanden. Lass das mal lieber. Aber da hinten geht auf jeden Fall malerisch schon mal die Sonne unter. Und ich freue mich, ich feiere das einfach gerade so ein bisschen. Ja. Dass wir das wirklich dann doch geschafft haben, dass du so dann so viel Geduld noch bewiesen hast. Ja, wir haben ja zwischendurch schon mal Pause gemacht, also das war schon echt eine schwere Geburt. So, hier müsste ich dich eigentlich absetzen können. Ich lass dich mal fallen, ja? Ja, aber pass auf. Ich lass dich, warte. Ah, nein! Oh mein Gott! Wenn das jetzt explodiert wäre, ich hätte dich getötet. So, warte, ich möchte gern einsteigen. Ja, natürlich. Ich parke hier, dann hoffe ich mal, dass der Cargo-Hop dann auch gleich noch hier steht. Ach, guck mal, das Banner-Hotel da hinten. Ja, hier dann direkt links, rechts von uns, ne? Ach so, Banner-Hotel, das steht hier überall, da steht rechts auch an dem Gebäude. Moment, ich muss mal ganz kurz die Karte aufmachen. Aber da sieht man ja nichts, oder? Ne, da sieht man gar nichts. Nur mehr, okay, das sieht natürlich lustig aus. Sollen wir einfach mal reinfahren? Ich fahr mal so ein bisschen hier durch die Stadt und hier im Hintergrund sehen wir noch die Sonne hinter dem Berg untergehen. Das sieht auf jeden Fall sehr romantisch und auch sehr weihnachtlich oder vorweihnachtlich aus. So, ja, dann fahre ich einfach mal. Ja, okay, die Texturen sind jetzt nicht wirklich so scharf. Was ist mit dem Haus los hier? Der steht auf der Straße drauf. Okay, ich glaube, das ist wirklich nur Kulisse, dass man das dann im Hintergrund sieht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass man die Stadt irgendwann mal gesehen hätte im Hintergrund. Ja. Die Skyline. Aber das Auto ist schon leicht ein bisschen angedutscht. Ich glaube, ich hätte ein bisschen weiter runtergehen müssen. Ja, der linke Reifen hat so... Ja. Paar Macken. Ja, egal, Hauptsache es fährt. Genau.
So, hier kommen dann schon die so ein paar Bänke dazu, ein paar Container. Hier haben wir noch ein Kino. Pollock. Genau. Das ja, sollen wir ins Kino gehen? Kaipira. So, hier wird das Ganze dann noch ein bisschen feiner. Kommen noch ein bisschen mehr Sachen rein. Genau, so, wo sollen wir denn mal langfahren? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Wir könnten. Fahren mal links. Hier rechts steht sogar ein Anhänger. Tatsache. Aber ich glaube, da hinten ist die. Da ist die Kirche, oder? Da ist der, genau. Der Friedhof, ja. Genau, dann fahren wir erstmal einfach dahin. Während es anfängt zu dunkeln. Ach, guck mal, hier ist dieser Bahnübergang. Genau, den werden die meisten Leute wahrscheinlich auch noch kennen. Du musst jetzt aber aufpassen, dass hier keine Bahn kommt. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Bahn fahren würde. Das ist, glaube ich, geskriptet, oder? So, und hier gibt es ja auch eine Mission, wo du halt auf dem Friedhof sich irgendwie verteidigen musst. Dann steht hier nachher so ein Auto, wo du einsteigen musst. Ah, genau, richtig. Man kommt ja nochmal zurück hier. Wir machen sogar Spuren. Also der Schnee ist tatsächlich auch. Also ich dachte, das wird jetzt. Wollen wir mal hier rumlaufen? Oder ja, genau. Park mal hier irgendwo. Ich finde den Schnee einfach super toll. Ja. Das ist auch so eine Sache. Ich hatte ja schon mal irgendwann angemerkt im letzten Show. Extra winterlich angezogen, extra. Also wir haben uns schon vorbereitet. Oh Mann. Ja, ich mit meinem Cowboy-Hut. Oh Gott. Nee, aber ich hatte ja schon mal irgendwann angemerkt, man muss wirklich, es muss eigentlich ein DLC geben, dass ganz Los Santos im Schnee versinkt oder so. Und dann kam halt so das geil hier raus, ne, mit diesem Glitch und so, und dachte, oh, das muss man wirklich mal machen. Und Curry hat sich sofort dazu bereit erklärt. Ach, guck mal, hier ist sogar so ein Kranz vor der Tür. Aber guck mal, wir machen auch hier. Oh, nein! Oh, ja. Jetzt bloß nicht dich töten, das wäre die Höchststrafe. Das wäre echt scheiße. So, ja, hier, du siehst die Fußspuren, die wir hinterlassen, das funktioniert auf jeden Fall auch. Ja. Und in der Küche ist auf jeden Fall Licht. Vielleicht ist da irgendwie die Christmette oder so. Schade, dass man da nicht rein kann. Es ist auf jeden Fall echt eine coole Stimmung hier. Das, oh, wie das geil, Level hat mir echt gefallen. Auch im Hintergrund, wie so langsam dunkel. Wie genau, richtig. Die perfekte Zeit erwischt. Guck mal da, der Mond. Genau, der Mond ist aufgegangen. Und guck mal hier. Was? Hier sind schon ein paar Blumen aufs Grab gelegt worden. Ach, wie schön. Ich will mal gucken, ob das Grab hier auch offen ist, wo der Trevor nachher... Ach stimmt, genau. Lass mal das Grab suchen. Ich weiß gar nicht, wo das... Ach, da oben, ne? Hier oben, genau, irgendwo genau, ist genau, genau. Nee, sag nicht, dass... Was? Ich bin durch die Map gefallen. Geh da nicht hin. Geh da bloß nein! Hin. Geh da bloß nicht hin. Ich hab keinen Fallschirm. Du fällst auf, ne? Ich bin gerade gestorben. Ich glaube, das ja, müssen also wir nochmal versuchen, oder? So viel zum Grab. Ja, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, das geht noch. Ich hoffe mal nicht, dass... Scheiße, jetzt bin ich hier auf dem Wasser. Nee, ich bin gespawnt auf der Map wieder. Also im Schnee, in North Jenken. Was? Ja. Echt? Kommst du zurück? Geht das? Ja, ich bin jetzt hier unter... Warte, das kriegen wir hin. Warte, wenn ich da spawne, das wäre geil. Das wäre super. Warte, ich muss ja irgendwie mich selbst töten können. Das muss doch gehen. Ich hoffe, das geht. Bitte lass es gehen. Du kannst dich selbst umbringen? Ja, aber ob das auch... Jawohl, im Wasser. Das geht sogar im Wasser. Geil. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich wieder bei dir spawne, weil ich bin ja jetzt im Wasser gewesen. Ich will es auch hoffen, das wäre super. Also das... Ja! Ah, jawohl. Super, da hinten. Boah. Okay, ich hab schon Angst, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo runterfallen. Guck mal hier, der Daumen schwebt da vorne. Du hast mich ja noch gewarnt eben. Ich will gar nicht so weit da hinten hingehen, da ist ja schon wieder Levelende. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier wieder heil auf die Map zurückkommen. Dass wir nicht irgendwo durchfallen. Na egal, das ist ja auch schon cool, dass wir hier übers Feld laufen können. Ja. Aber wir sind echt gut gekleidet. Ich meine, du hast nur eine Unterhose an. Boah, ich bin und richtig gut ausgerüstet. Ich mit meinen, das sind auf jeden Fall Schneeschuhe. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt wirklich hinkommen. Boah, ich finde das so geil, dass wir hier rumlaufen gerade. Ich finde das auch einfach super genial. Aber wir hatten ja schon diskutiert. Ich meine, die Map muss ja irgendwo sein, ne? Ja, irgendwo muss sie ja sein. Oh nö, ne? Warte. Willst du mir erzählen? Kannst du doch einfach... Warte. Nee, ne? Komm schon, mach keinen Scheiß. Das kann doch jetzt nicht sein. Weil vielleicht da über die Mauer? Mhm. Ey, bitte nicht. Jawohl. Okay. Oh Mann, ey, wir haben ja... Oder? Hä? Okay, nein! Oh cool, hier, Glitch. Was, du musst da zwischen Zaun und... Bist du tot? Nein, ich... Zwischen jetzt, Zaun und Mauer. Zwischen durch. Zaun und Mauer. Ah, okay. Super. Ah, super. Ah, ja, ihr seht hier... drauf oder bitte? Was, auf jeden Fall. Oder? Was sehen wir? Nee, ihr seht auf jeden Fall hier die tollsten Tricks, die haben wir uns stundenlang angeguckt. Ja.
dass wir hier überall durchglitschen und so. Ja, hier könnte man jetzt in die Kirche gehen. Aber wir sind ja nicht so christlich. Hat jetzt nicht so funktioniert. So, der Ludendorff Cemetery heißt es hier übrigens. Der Ludendorff. Ja, das Dorf heißt auch so. Das sieht man ja am Anfang vom Prolog vor 9 Jahren. Da fängt ja der Prolog an. Oh, fängt so, jetzt also an zu frieren. Ist auch richtig kalt. Boah, Schärfer, wir würden jetzt hier. Schneit es gerade? Nee. Aber wir zeigen vielleicht das dann einfach aus einiger Entfernung nochmal, oder? Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt halt aufpassen, dass wir da. Ich schick dich einfach vor. Nee, ich würde sagen, wir bleiben dann hier irgendwo stehen, oder? Also hier vorne ist auf jeden Fall das offene Grab. Das Grab ist auf jeden Fall offen hier vorne. Siehst genau. du das? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich glaube, man darf nicht weiter als der Weg hier. Ich zeig einfach mal nämlich mit meiner Waffe da drauf. Da. Ach, stimmt, das Grab auf jeden Fall. Ich kann auch ein bisschen ranzoomen. Aber ich hätte jetzt aber echt gern mal gesehen, ob der Typ noch da drin liegt in dem Sarg. Ja, ich würde es eigentlich auch gerne mal ausprobieren, aber ist mir jetzt irgendwie zu kriminell. Kann man ja, am Ende nochmal machen. Wir suchen uns einfach unser Auto wieder und dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja die Bank noch. Das wäre cool, ja. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch diesen Fluss gibt, wo man ja nachher langfährt. Da soll ja so ein Alien drin sein, ob es den hier auch gibt. Echt? Ja, da ist so wenn du im Einzelspieler spielst, dann fährst du da den Fluss runter, dann ist da so ein Alien, was da so eingefroren ist. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt dann. Also den Fluss habe ich eben irgendwann mal gesehen auf der Karte, aber jetzt nicht mehr. So. Jetzt fahren wir natürlich schön in der Nacht hier rum, das ist gut. Ach so, aber wir fahren ja wirklich dann während des Prologs durch die Stadt. Deswegen. Ja. So, warte mal, da fahren wir links. Von da sind wir gekommen, genau, wir sind dann rechts abgebogen. Normal. Also als wir dann zur Kirche gefahren sind. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Nee, vom Prolog her, meine ich. Ach so, sind wir ja, okay. Von hier aus gekommen, dann nach rechts abgebogen über den Bahnübergang. Hier kann man auch überall rein, ey. Man könnte jetzt hier rechts noch fahren, aber da habe ich Angst, dass wir wieder runterfallen. Guck mal, da hinten kommen noch mehr Lichter. Ja. Soll ich mal hier rechts rein? Oder? Ich weiß noch nicht, wie weit. Sollen wir nicht erstmal geradeaus fahren? Ja. Wir fahren erstmal dahin, wo man auf jeden Fall... Jetzt guck mal. Jetzt zeig mir auf der Straße an. Das war der Wegpunkt, als wir noch in Los Santos waren. Aber guck mal hier links, guck mal, Alter. Die Statue. Oder guck mal hier links, da ist so ein kleiner Bahnhof. Ist das nicht da, wo wir kämpfen? Ach ja, doch, da kommt man von hier, ne? Von hier. Aber guck mal kurz, hier, guck mal rechts an der Seite hier, was ist das? Boah, da geh ich aber Murmeltier, oder? Das will ich aber sowas von sehen. Von hier kommt man, genau, von hier aus kommt man. Ja, und dann fährt man da rein, dann kommt der Zug. Alter, wie geil. Das ist dann das Dorf wahrscheinlich. Meinst du, ob man hier drauf kann? Boah, Alter, wie tief. Guck mal. Ja, Ludendorff, genau. Ich sink hier voll ein. Kannst du mit der Sniper nochmal drauf zielen auf das Schild? Ja, mach ich. Das steht aber auch hier irgendwas noch. Moment, da steht Welcome to Ludendorff, home of the Midwest's biggest beaver. Aha. Ja. Und hier steht auch noch was. Oh, wie tief der Schnee hier ist. Ach, das Revier von das Ludendorff-Revier, oder? Oder was steht da? Boah, ich kann es gar nicht lesen. Ja, das kann man kaum lesen, ne? Ist alles zugefroren. Warte. Ludendorff Beaver. Ach, da steht halt was über den Beaver. Ach, Beaver, ich habe Revier gelesen. Ach so, ja. Okay. Das sieht so geil aus. Alter, wie tief ist das? Oh Mann, ich würde am liebsten jetzt hier einen Schneemann bauen. Boah, das könnte richtig Bock machen, wenn man hier mit ganz vielen Leuten ist. Aber das macht so schon voll viel Spaß. Ja, im Grunde ist es ja eigentlich nicht so viel Arbeit. Nee, wir hatten nur ein bisschen Pech, meinst du? Du kannst es ja einfach mal anmerken mit der Slay Massive Crew. Vielleicht macht ihr das dann irgendwann mal. Ich kann das ja vielleicht den Dennis mal schreiben, vielleicht sieht er das, ich weiß ja nicht. Aber ich glaube, der hatte das auch vor. Ich weiß es nicht. Nur das Problem ist halt, wenn du das mit so vielen machst, dann muss er das ja auch erstmal hinkriegen. Dann muss ja auch erstmal jeder die Mission spielen, ne? Ja. So, warte, hier fährt man dann über diesen Bahngleis, dann wird man ja hier getroffen. Genau, und links fahren wir gegen den Baum. Ja. Zack. Ich stelle die Mission gerade nach. Und dann geht's hier an dem Mülleimer oder an der Mülltonne da. Dann bleibt hier Michael und dieser Brad liegen und genau, und die werden angeschossen. Wir spoilern dann doch, aber egal. Und dann ist Trevor hier, der geht hier in Deckung. Ja, hier kommen die Polizisten alle. Alter, wie geil. Mal gucken, was hier hinten ist. Hier kommt man zum Beispiel gar nicht hin. Okay, ich glaube, wir sollten nicht so weit. Ja. Wir gleich wieder da runterfallen. Ich hab auch ein bisschen Schiss. Ja. Aber es scheint ja so, als würden wir immer hier oben wieder spawnen. Also wie gesagt, das macht dann nichts. Ja, ich weiß nicht. Aber wir können ja gleich mutiger werden. Oder wir hatten gerade nur Glück. Geh noch ein Stück weiter in den Tiefschnee, ich will das mal sehen. Oh Mann. Ach, ich soll vorlaufen, natürlich.
Ja, ich will das einfach nur mal sehen, wie du in den Tiefschnee gehst. Also hier ist bis jetzt noch nicht so... Oh, oh, hier ist aber richtig Alter! Tief. Ich hänge ja fast schon bis zu dem... bis zu der Hose. Ist dir nicht kalt? Ja, oh, nö, Curry ist morgen auf jeden Fall krank. Ist doch gesund. Natürlich. Warte, ich will mal gucken, wie weit es noch geht. Aber man erkältet sich ja sowieso eigentlich durch Bakterien, also nicht irgendwie, ja, wenn man nass wird oder wenn einem kalt ist. Jetzt bin ich fast bis ganz genau zur Hose. Das wäre eigentlich cool, so bis zum Hals. Ihm steht der Schnee bis zum Hals. Hier so rumschwimmt, kann man hier eigentlich duck dich mal. Ach, guck mal. Einfach ich renne jetzt einfach mal hier lang. Na? Ja, ich hab dich im Blick. Hier kann ich noch drauf. Okay, da will ich jetzt nicht so weit. Ich glaube, da geht's gleich runter. Ah, da vorne ist der Fluss. Wie geil. Bleib mal da stehen. Bleib mal oben stehen. Ich muss mal ein Foto machen. Stell dich mal oben hin. Ein Foto? Warte. Ja, posier mal so ein bisschen. So Heidi Klum-mäßig so. Moment. Oh, ja, warte. Bleib mal stehen. Ja, das ist so das schwer. Ist, ja, du glitzt da wieder runter, ne? Ja, jetzt so, deine zack. Geste. Perfekt. Super, sogar die Haare unter den Armen hast du weggemacht. Geil. Ja, voll. Also ja, Fluss. Scheint auch da zu sein. Sollen wir Auto holen, oder? Ja. Boah, das wäre so geil. Ich würde jetzt so einen Schneeball, so eine Schneeballschlacht hier am liebsten machen oder einen Schneemann bauen. Ja. Das wäre echt super. Hui. Einfach geil, wirklich. Hui. Ich laufe mal hier rum. Oh, unsere Fußspuren sind immer noch da. Gehen auch gar nicht weg. Oh, hier ist wieder ein bisschen tiefer. Mhm. So, dann mal ab ins Auto. Wenn man es noch Auto nennen kann. Aber echt cool, dass wir das Auto noch mitgenommen haben. Ja. Das war eine gute Idee von uns. Ja, wie gesagt, zum Glück hatten wir einen Cargo-Bob jetzt dann mal. Es hat alles gepasst zum Ende hin. Ja. Auch, dass es jetzt nachts ist. Weil nachts ist es hier einfach schöner. Ja, das ist einfach die Atmosphäre dann mit dem Schnee und so. Ja. Super. So, was haben wir hier? Aber du musst aufpassen, es ist sehr rutschig hier. Ja, das habe ich schon gemerkt. Hier ist der Fluss, ne? Ja. Genau. Wollen wir da mal eben runterfahren? Ja, können wir gerne machen. Warte, das machen wir gleich. Müsste da vorne ja eigentlich in die Bank kommen, ne? Hier ist auch noch eine Brücke, ne? Ja. Ach so, von der Bahn, ne? Ja, die Bank. Na gut, der ist nur eingedeutet, oder? Boah, wenn jetzt hier das Alien ist, ne, da raste ich aus. Ich weiß gar nicht, was für ein Alien, das habe ich noch gar nicht gehört. Oh, du hast toll geparkt, ich hoffe, das Eis hält. Alter, das Alien ist hier. Ne, wo? Guck mal. Da. Nein, wie geil ist das? Wie geil ist das denn? Ja. Alter. Das eingefrorene Alien. Lass mal gegenschießen. Alter, ja, vielleicht wird es zum Leben erweckt. Ich frag mich, wie das da hingekommen ist. Ach, guck mal, hier sogar cool, mit Licht. Lampe. Du hast eine Lampe. Ach, geil. Ja. Geh mal von hier so ein bisschen, ja. Perfekt. Alter Schwede. Ja. Ja, geile Sache. Geklärt. Super. Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, dass wir dich dabei haben. Also wir. Also ich. Also wie gesagt, das wusste ich halt, dass es im Einzelspieler ist. Nur ob das halt im Multiplayer... Aber muss ja eigentlich, weil es ja genau dieselbe Map. Der kann ja nicht einfach mal eben das Alien weg sein. Aber im Singleplayer hast du ja gar nicht die Möglichkeit, oder? Doch, hier kannst du dann auch... Du kannst aussteigen, ne? Stimmt. Ja. So, ich hoffe mal, wir kommen jetzt hier noch hoch, aber das passt ja super. So. Ja, super. So, wo sollen wir? Links, Bank. Alles klar. Genau. Rauben wir die Bank einfach nochmal aus. Die sind gerade haben sie alles wieder sauber gemacht. Ja, das wäre super. Weil so die Bank, diesen Bankraub oder diese Bankraubmission, die sollen ja auch noch kommen mit GTA Online. Ja, vielleicht haben die das da schon mal ausprobiert. Ja, da bin ich so gespannt drauf. Ja. Wo kommen wir denn hier hin? Hier stehen noch irgendwelche Tannen rum. Genau. Hier ist nochmal so eine Scheune. Irgendwo müsste das ja gleich dann kommen. Nicht so spektakulär. Ich fahre jetzt erstmal ein Stück. Ich weiß noch nicht, wie weit wir kommen. Ja, die müsste aber irgendwann hier tatsächlich kommen. Wenn sie die überhaupt mit reingemacht haben, ne? Ich hab sie auf der... Da vorne? Ja, doch, das muss sie sein. Das könnte sie vielleicht echt sein. Man fährt ja... Das ist... die Bank ist ja ein Stück abseits von der Straße. Ja. Das sieht auf jeden Fall wie eine Bank aus. Ja. Also auf den ersten Blick. Ey, geil. Boah, wie du hier rutschst, ja. Achso.
Was ist das? Das ist der. Lass mal hingehen, oder? Ist das bei dir auch so blau gerade? Bei mir sieht das voll blau aus. Ja, es ist irgendwie. Na komm, gucken wir mal. Ist das die Bank? Das sieht eher aus wie so ein Einkaufsladen. Ach so, ah, glaub, hier ist ein Zaun. Hier über den Zaun kommen wir eh nicht. Ach nee, das ist die Bank. Doch, hier kommt man doch nachher raus. Ach genau. Na ja, gut, ja, dann kommen wir auch rein. Nee, warte, wir können ja einfach eben außen rumlaufen. Ja, genau. Alter. Ey, geil. Der Schnee ist hier total tief. Ja. Wie bei diesem Sumpfgebiet. Mhm. Boah, guck mal, das Tor ist sogar auf. Kommt man da? Nee, das Tor da hinten. Doch, ist das doch, auf? Doch, ist offen, oder? Nee, ist leider zu. Oh Mann. Schade. Boah, das wäre jetzt noch gewesen. Was? Boah, hier kann man durchlaufen. Nein, wie geil. Kann man hier auch durch? Nee, schade. Oh nein, komm. So, jetzt spielen wir die Mission. Maske auf. Ich mach das Tor auf. Ja, mach das Tor mal auf. Und jetzt, oder das wär's jetzt. Zack, zack. Polizisten. Ach, hier stehen auch nicht mehr diese komischen Wagen, die hier normalerweise stehen. Oh, wie krass, ey. Kann man hier noch irgendwie rumlaufen? Ich dachte erst, das wäre eine Tankstelle gerade, aber nee. Ja, ich dachte auch, dass. Aber warum hätten die hier noch sowas hinbauen sollen? Ja. Ja, super, dann ist das. Warte, ich guck mal, ob man vielleicht hier irgendwo noch reinkommt. Vielleicht kommt man ja vorne noch rein, dass man, man weiß es ja nicht. Ich lauf mal einmal aus. Wie bist du da jetzt hin? Achso. Okay. Kommt man hier rein? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ah, okay. Ist aber auch ein bisschen einsam für eine Bank hier, oder? Ja, die arme Bank. Ja, ich wollte hier nicht unbedingt immer hinfahren. Also hier komme ich auch nicht rein. Nope. Nope, nope, nope. Also scheint, als kommt man da nicht rein. Aber leider. wie viel Arbeit die sich dann noch gemacht haben für so Stellen, wo man wirklich gar nicht hinkommt, normalerweise. Ja. Gut, man sieht's vom Auto dann teilweise. Boah, ich finde das echt cool. Das ist super. So, steht hier noch was? Kann man hier noch? Ach, guck mal, hier ist so ein Blutfleck an der Scheibe. Warum ist das denn? Da ist so ein, als hätte da jemand reingeschossen und als hätte da jemand drin gestanden. Das kann sein. Ach, guck mal, da liegt sogar noch eine Pizza. Drin, ja? Eine Pizzaschachtel. Ja. Und da guckt irgendeiner oder hat irgendeiner Fernsehen. Ah ne, das ist wahrscheinlich die Überwachungskamera. Low Speed Bumps. Ja. Cool. Ach guck mal, jetzt wird es sogar langsam schon wieder hell. Waren wir. Ich glaube aber, der Prolog hat nie im Hellen gespielt, oder? Nee. Es war immer komplett. Ja, boah, doch, guck mal hier. Wenn man nachher Alter. Fährt, dann. Boah, Alter. Bom, bom, bom. Vielleicht kann man hier auch irgendwie. Boah, Alter! Beide laufen da gegen das Scheunentor. Was muss er? Boah. Kann man vielleicht da. Lass mal den Wasserturm hoch. Ey, kann man hier hoch? Warte mal. Weiß ich nicht. Müsste eigentlich. Nee. Ach, geht schade. Nicht. Geht leider nicht. Aber wie tief das hier ist. Das ist. Oh, oh Mann, ich liebe Schnee einfach. In Assassin's Creed 3 war das schon richtig geil. Upsala. Ach, hier ist so ein Graben. Ja, gut, das ist die Scheune jetzt. Ich würde mal gerne wissen, wenn man da noch weiter lang fährt, was da noch kommt. Also wer sich jetzt fragt, warum wir nicht noch irgendwie Leute einladen und so, das funktioniert dann bei denen nicht. Die sehen diese Welt gar nicht. Die also müssen da muss dann man auch halt, wie gesagt, erstmal diesen Prolog spielen und dann. Genau, und dann eingeladen werden von Leuten, ja, die gerade GTA Online spielen und dann funktioniert das. Also bei uns jedenfalls jetzt so. Es ist dabei allerdings egal, ob ihr jetzt eine private Partie oder eine öffentliche macht. Ja, das ist egal. Es funktioniert bei beiden. Ich würde aber allerdings empfehlen, eine private zu machen, weil nicht, dass sie dann nachher voll ist und ihr dann nicht reinkommt. Genau. So, hier sehen wir nochmal das Schild von Ludendorff. Und der größte Biber. Ja. Geil. Ludolfdorf. Wettrennen! Oh Mann. Ich hau dich weg. Lass mal rutschen. Hui. Oh, wow. Nein. Oh, das wollte ich nicht. Ja, wir könnten dann ein Stück geradeaus fahren, oder? Ich weiß nicht, wann wir dann runterfahren. Ich gucken, ob das Auto rutscht. Warte, ich gebe mal Gas und dann bremse ich mal ein bisschen. Warte. Jetzt bremse ich. Boah, Alter. Ja, ist schon ein Unterschied. Also das haben die echt schon cool gemacht. Wenn es regnet oder so, dann man hat ja auch Aquaplaning dann hier. So ein bisschen. So, ich bin mal gespannt, wie weit das hier noch geht. Aber ich glaube, da hört es gleich auf. Da kommen nämlich diese komischen Felder. Und ja, und das alles ist halt umrahmt von diesen Bergen, dass man ja, dann nicht sehen, irgendwie weitersehen kann. Ich glaube, hier sollte man nicht rüberfahren. Ich glaube, da fällt mir dann runter. Warte, ich kann ja mal probieren. Komm, wir kacken mal raus aus dem Level. Warte, ich probiere einfach mal was.
Ja, siehste, der Nase fällt nämlich auch schon durch. Ja, okay. Super, das war eine gute Idee.